Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 494 und stehen bei der ersten Mod. Genau, da seht ihr das gute Stück schon. Was gibt es hier Schönes, fragt ihr euch? Ja, es ist ganz einfach, da seht ihr schon, hier ist eine Kaviar-Produktion. Ihr seht es hier bei mir bei Produkte, Fischmehl und Kaviar, das ist auch richtig. Bei Rohstoffe steht jetzt hier nur Wasser. Es liegt einfach daran, ich habe auch schon, habe ich schon vorgestellt, ich glaube schon, die Forellenzucht müsste ich vorgestellt haben, meine ich. Weil hier sollten eigentlich auch noch, ne, die lebenden Tiere angeliefert werden, nämlich die Forellen. Weil wir hatten ja zwei Sorten an Forellen, die wir produziert haben. Und eine davon sind halt die Lebendforellen. Die sollten halt hier angeliefert werden, ne, zusammen mit Wasser. Da steht ja auch dem, seht ihr auch hier dementsprechend stehen. Und dann habt ihr hier die Anzeige dementsprechend. Hier kommt dann einmal ne, der Kaviar-Part raus. Und da seht ihr auch den Kaviar-Part, schön in Behältern. Und hier kommt der Fischmehl-Part raus. Das ist der ganze Trick. Also sehr schön und sehr kompakt gemacht, das Ganze auch. Ihr seht auch selber, es gibt also nicht viel mehr Platz, was man hätte einsparen können. Es ist ein schönes, einfaches, kleines Gebäude. Was heißt einfach? Es ist ein schönes, gut aussehendes Gebäude. Ne? Hat die passenden Ausgänge, sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Ne? Auch wenn man hier texturenmäßig sowas anguckt, das sieht auch alt aus, so wie es sein soll. Ne? Und hier sind auch überall die Mitarbeiter drin. Ja, und, ne? So sieht es halt aus. Ja. Zeige ich euch natürlich im Shop. Genau. Ihr findet das Ganze nochmal unter Platzierbar. 180.000 kostet das Ganze. Da seht ihr die beiden Produkte, die rauskommen. Hier müssen natürlich noch rein, noch die Forelle. Aber ich habe die Mod über die von der Forelle momentan nicht aktiv. Deswegen seht ihr sie hier auch nicht in der Zulieferung sozusagen. Also es gehen halt zwei Produkte rein, zwei Produkte raus. Nämlich Wasser und die Forellen rein und dann in dem Sinne Kaviar und das Fischmehl raus. So sieht das Ganze aus. Wenn wir das Ganze shopmäßig uns angucken, dann sehen wir auch hier selbst auf der einfachen Karte, ist ganz normal in den Verkaufspunkt mit eingetragen beides. Ne? Das heißt, ihr braucht keine extra Verkaufspunkte. Wir haben hier selber, seht ihr sehr auch, dynamische Preise. Ihr seht auch hier schon von bis Bereiche. Ne? Kaviar kann man natürlich richtig Geld mitmachen, wie ihr seht, 3.500. Ne? Kleckert sich zusammen. Was im Wellness gesehen da rauskommt, habe ich leider nicht ausprobiert. Soweit hatte ich die Produktion nicht ans Laufen. Aber wie gesagt, schon eine schöne Geschichte. Ne? Ganz normal funktioniert es natürlich auch, wenn ich über Menü gehe, seht ihr den Kaviar-Part hier. Ne? Öffne das Übersichtsmenü und dann seht ihr auch hier die Produktion. Hier fehlt halt einfach der Fisch. Ne? So simpel ist es. So, ich hüpfe und ich gucke mal nicht mal, wo ich ganz hinhüpfe. Genau, hier hüpfe ich hin. Das zeige ich euch mal das gute Stück. Hier sind wir bei einem Horsch. Da seht ihr es mir auch schon dran stehen. So, kann man ganz rumlaufen. Also texturenmäßig seht ihr selber alles aktuell. Ne, nicht jetzt ultra glänzend Metall, sondern hier auch schön so ein bisschen angenutzt. Ne? Das hier sieht so aus wie Normalmetall, nicht ultra glänzend. Hier zwischen die Anschlussgeschichten und sowas seht ihr selber, die sind alles schön gemacht. Und die sind auch alle in hochglänzend, genau wie natürlich auch die Hydraulikgeschichte, die ihr dazu seht. Ne? Und ja, ihr fragt euch natürlich, das ist der Horsch Tiger 6MT. Den habe ich jetzt gerade wieder angekuppelt, hoffe ich doch, ja. Und den werde ich euch mal kurz im Shop vorher zeigen. So, den finden wir ganz normal unter Grubber, ganz am Ende. Da seht ihr selber, 30.000 kostet er, 330 PS braucht er und 6 Meter Arbeitsbreite hat er. Wenn er es mit anderen vergleicht, ne, hier haben wir auch eine Horsch-Variante, ne, eine andere Bauweise und wir sind bei 39.000. Also er ist im Verhältnis gesehen sogar mehr die Schnäppchen-Variante. So, ich würde sagen, wir machen das gute Stück hier mal an und wir falten ihn mal auseinander. Das hätte jetzt eigentlich auseinandergefaltet werden sollen, aber irgendwie habe ich da keinen Befehl für. Also ich habe gar nicht angekuppelt. Okay. Aus irgendeinem Grund will er mich auch gerade nicht ankuppeln. Aha, da will er mich wieder ankuppeln. So, jetzt haben wir ihn wieder dran. So, jetzt kann es auch losgehen. Also, mit X falten das gute Stück auseinander. Na, seht ihr ganz schön die Hydraulikgeschichte, wie sie vierfach arbeitet sozusagen. Jetzt mache ich noch den Helfer an. Dann seht ihr das Ganze mich jetzt auch gleich noch schon schön eine Runde einmal durchziehen. Ne? Animationen seht ihr selber, sind da. Reifen drehen, sämtliche Ebenen drehen, alles wird aufgeworfen, aufgewühlt oder wie auch immer. Hier hört er jetzt auf, weil sobald ist seine Arbeitsbreite nicht, aber das ist auch nicht so wild. Hier findet er wahrscheinlich schon was Neues, genau. Und machen wir eine Runde das Unkraut platt.
Also, wie gesagt, sieht sehr, sehr gut aus. Ich werde das ganze Gute jetzt noch mal anhalten, sobald er hier wieder raus ist. So. So, mach hier mal die Hilfe aus, springe noch mal raus und dann seht ihr hier auch noch mal die ganzen Anschlussgeschichten. Also sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Hm? Sieht also sehr, sehr gut aus. So, gut, ja, das haben wir schon die zweite Mod erledigt. Jetzt haben wir noch, ja, genau, 3 Mods sind es noch heute, also 5 insgesamt heute. Und der Rest sind Fahrzeuge und ein Fahrzeug sogar mit Zubehör. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Wir kommen nämlich jetzt erstmal zu den Ladern sozusagen und fangen mit einem Teleskoplader an. Wir fangen an mit diesem guten Stück hier. Ne? Sennebogen, seht ihr selber, steht drauf. Jetzt hier in der Variante Fendt-Farben soll das darstellen. Ich glaube, der neue Fendt wird ja in Zusammenarbeit mit Sennebogen produziert. Das hier ist aber noch das Modell davor. Ich meine, das ist noch ein neueres Modell, was jetzt neu wiederkommt und das baut Fendt zusammen mit diesen freundlichen Jungs hier. Ja, ist halt ein Teleskoplader, ne? Bin ich Überraschung. Ne, seht ihr selber schön, ne? Ich steig nochmal aus, steig nochmal ein, dann seht ihr schön, wie das Lenkrad runtergenommen wird. Ne? Auch der Innenbereich hier, der macht jetzt ohne, nicht super viel her. Wenn wir Motor anmachen, sehen wir, haben wir eine kleine Anzeige da. Aber lichtmäßig ist auch eine Reaktion zu sehen, nämlich in den vorderen Tasten, die ihr da seht, in den blauen und roten. Da wird der Hintergrund ein bisschen beleuchtet, im Stick oder so haben wir nichts. Und auch die Angaben von der Geschwindigkeitsgeschichte drumherum, seht ihr auch, die Sachen sind dann beleuchtet. So, ich hole natürlich jetzt den Part nochmal nach, indem ihr die Beleuchtung außen natürlich auch nochmal seht. Ne? In mehreren Stufen, hinten, vorne, weg, so wie es sein soll. Auch blinken, ne? Seht ihr, man sieht es von der Seite schon vorne und hinten blinken. Ne? Und natürlich, blinkt mache ich mal wieder aus. Und natürlich funktioniert auch die Rundumleuchtung. Ja, dass das hier, ich das Knicken, Laken machen, tun kann, wie ich möchte, brauche ich nicht drüber reden, es ist halt ein Teleskoplader. Ne? So arbeitet er. Ja, ich würde sagen, ich hole das gute Stück immer wieder rein. Das macht Sinn. Und dann mache ich nochmal eine Runde den Motor an und wir drehen nochmal eine Runde. Und so hört er sich an. Ja, gerade war in einer Kurve ein bisschen wackelig, aber ne, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ne, auch sonst, texturmäßig hier, die ganzen Anschlussgeschichten und sowas, sieht sonst ganz okay aus, muss ich sagen. Hm? So, dann kommen wir zum nächsten. Und den zeige ich euch jetzt, und zwar zusammen mit dem Sendebogen. Den habe ich euch im Shop nämlich auch noch nicht gezeigt. Damit fangen wir erstmal an. Wir wechseln erstmal hier auf Fahrzeuge, gehen erstmal auf den Teleskoplader ganz ans Ende. 80.000 kostet das gute Stück, seht ihr selber, 102 PS hat er. Wir haben hier die Möglichkeit, den Reifenhersteller Nokia und Trelleborg zu wechseln. Wir haben auch verschiedene Reifen, seht ihr selber, ne, je nachdem, auf was für einen Untergrund wir fahren. Wir haben hinten jetzt die Anhängerkupplung, und das hatte ich gerade gar nicht gezeigt, und wir können hier hinten auch schön gleich automatisch ein Gewicht dran setzen, also super Geschichte. Und auch das Design, ne, hier Nightline, Blackline, Fendt Design, ne, JCB Design, also die bauen nicht nur für einen. Ne? Und Motor haben wir halt hier mehrere Stufen, um bis auf 210 PS zu kommen, also 102, 140 und 210 PS. Felgenfarbe könnten wir auch noch anpassen, ne, wenn wir schon mal einen Fendt haben, ne, dann würde das so ähnlich aussehen. So, das ist der. Und jetzt kommen wir wieder zum nächsten Teil. Der ist unter Radlader drin. Da seht ihr es. ZTS. Ne? UN053. 15.000 kostet er. 50 PS hat er. Den gibt es zusammen mit einer Schaufel, die so ziemlich alles mitnimmt. Und was eine Palettengabel macht und einen Ballenspieß macht, brauche ich nicht unbedingt wirklich erklären. Bei der Schaufel brauche ich auch nicht erklären, was es macht. Das ist mir schon klar. Aber ihr seht vom Inhalt her 3.000 Liter. Das gute Stück steht hier. Das Zubehör haben wir hier, alles so ein bisschen auf alt getrimmt, sieht aber sehr schön auf alt getrimmt aus. Sieht auch richtig rostig aus sozusagen, hier ist sogar noch ein bisschen mehr dran. Hier die Schaufel, da habe ich noch eine Sache nicht gezeigt, da gehe ich natürlich nochmal fix wieder zurück. Radlader, Schaufel, da habe ich noch was einzustellen, nämlich mit Zacken ohne Zacken. So simpel ist das Ganze, das ist da noch zu machen, da seht ihr mich einmal mit. So, ja, so sieht das gute Stück aus, wenn ich reingehe, geht die Tür schön wieder zu. Ich kann natürlich hier einmal Licht anmachen, das haben wir dementsprechend auch da, oben, unten, vorne, hinten. Funktioniert einwandfrei, Rundumleuchte funktioniert. Ja, da seht ihr den Blinkerpart, sowohl vorne wie auch hinten, funktioniert auch einwandfrei. Wir hüpfen mal eine Runde nach drinnen
Und sehen sehr, selbst wenn wir nichts anhaben, sehen wir, es sind zwei Kontrollleuchten für Lichter. Wenn ich das gute Stück anschmeiße, seht ihr, gehen auch weitere Kontrollleuchten an. An den Lichtleuchten ändert das allerdings nichts. Ja? So sieht das Ganze aus. Ja, wieder nach draußen. Ja, es ist, ne, man kann hier alles so mit Schippi Schippi und so, seht ihr selber, funktioniert. Das ganze Gerät an sich sieht schön altmodisch getrimmt aus und ich finde es eigentlich echt okay, muss ich sagen. Auch von den Texturen her ist schon brauchbar. Ja, was ein Radlader macht mit einer Schaufel und sowas, das brauche ich glaube ich nicht erklären. Das ist auch nicht der große Funktionstest. Ihr wisst natürlich auch, was das Licht ist oder nicht, aber da ist eher wichtig, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Hier werden wir uns jetzt auch nochmal einen Motorsound gönnen und auch mal eine Runde drehen. Ja, ist ein schönes kleines Gerät, wenn man denkt, schon 3000 Kilo vorne. Ne? Da muss der hier hinten aber auch schon verdammt schwer sein, damit das hier vorne, ne? Also 3000 Liter, damit das vorne nicht rüberkommt. Ne? Aber wie gesagt, sieht gut aus, funktioniert, Zubehör dabei, man kann das Wesentliche machen, nämlich schaufeln, ne? Paletten bewegen und Ballen bewegen, was immer mehr. Ne? So, ja, einen haben wir noch, genau, da sehen wir es. Ne, Versatile steht dran, 610 steht drauf. Den zeige ich euch zuerst im Shop. So sieht es nämlich aus. Ich habe aber die Tendenz, dass ich, wenn ich mal was vergesse, dass ich das Fahrzeug am Ende habe. Ihr seht, das ist die Vierrad-Variante, 360.685. Kostet das gute Stück so. Wir haben noch die Möglichkeit, hier noch Michelin-Reifen draus zu machen. Dann dürfen wir aber auch gleich ein bisschen was bezahlen. Goodyear, ne, Mitas, alles dabei. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, noch mit Radgewichten noch Single-Geräte draus zu machen. Ich habe jetzt den Double da stehen. Meistens hat man sonst Varianten davon, dass man nur Zwillingsbereifung drauf hat. Ich habe jetzt auch draußen einen mit Zwillingsbereifung stehen. Aber ihr seht selber, man könnte ihn auch als schönen, normalen Traktor in dem Bereich nehmen. Wir haben auch jetzt hier die 375 PS Variante. Wir müssen für die 400 PS Variante schon ein bisschen was drauflegen. 430 noch viel mehr, 460. Also das kleckert sich derbe zusammen. 520, 70 bis 605 PS. Und dann kostet das gute Stück auch schon 527.000. Ja? Ich meine, das sieht sehr gut aus, das kann man nicht anders sagen. Und wenn man jetzt hier irgendwas anderes in der PS-Größe haben möchte, ist er nicht weit weg davon. So simpel ist es halt. Ja? Wenn wir ihn jetzt hier in einer großen Ausstattung haben wollen, ja, sind wir auch in dem Preisrahmen so ungefähr. Da ist immer die Frage, was man daraus machen möchte, was man gerne haben möchte. Ja, texturenmäßig seht ihr selber hier, sieht das sehr gut aus. Alles, was hydraulikmäßig an Hydrauliken da ist, sieht auch aus, als wenn es so da wäre. Alles, was hier dran zu sein hat, ist ja auch dran zu sein. Man hat hier das typische Farbschema. Ich hüpfe auch gleich mal eine Runde rein. Werde euch jetzt gleich vorne mal das Licht präsentieren. Ne, ihr seht selber, nach vorne gehen jetzt schön 10 Strahler. Nach hinten gehen 8 Strahler. Also Licht ist mehr als genug da. Auch die Blinker-Variante, selbst mit den extra Ausführungen hier, für die Zwillingsvariante, deswegen habe ich es auch gemacht, sonst hätte ich es ein bisschen komisch gefunden. Der sieht auch vorne und hinten danach aus, ne? Also das passt schon alles. Und auch die beiden Rundumleuchten funktionieren. Wir haben hier oben auch noch, ne? Das sieht mir aus wie ein John Deere Produkt, aber es ist drauf. GPS-Part läuft dementsprechend auch. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, sehen wir haben jetzt hier keine besonderen Einstellmöglichkeiten oder keine Besonderheiten sonst. Wir werden uns das Ganze jetzt von innen angucken. Wenn ich hier Licht anmache, normal, sehen wir hier nichts. Wenn ich den Motor anmache, sehen wir auch nichts und das wird sich auch leider nicht ändern. Ja, also, es ist nicht unbedingt der Traum für Innenfahrer, muss ich mal sagen. Aber ich werde jetzt mal hier nochmal den Motor anschmeißen und werden wir hier trotzdem nochmal eine Runde mit drehen, weil er sieht da sonst optisch ganz okay aus, muss ich sagen. Da kann man echt nicht, sich nicht beschweren. Klicklenker ist klar. Wie gesagt, ich finde ihn halt auch deswegen interessant, weil er schlecht bremst. Nein, er hat natürlich ein bisschen Gewicht drauf und bremst nicht ganz so super flüssig. Doch, er bremst, als wäre er Flüssigkeit drunter hätte, aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde halt gut, dass es ihn auch halt in der Single-Reifen-Variante gibt. Ne? Der einzige Punkt, der das stört, dass das hier leider wohl nicht beweglich ist. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn man die hätte jetzt dann ein Stück reinholen oder hochklappen können, wenn man halt nur die normale Single-Bereifung drauf hat. Ich habe es jetzt extra mal mit der Zwillingsbereifung gelassen und nicht Single gemacht, weil die halt rausgucken und mir kam das sonst irgendwie komisch vor.
Also wie gesagt, sieht sonst sehr gut aus. Schönes Ding, kann man nicht anders sagen. So, da sehen wir das gute Stück nochmal von außen. So sieht er aus. Und während wir uns den nämlich von außen angucken, sind wir, ihr ratet es wahrscheinlich schon, richtig. Wir sind schon wieder am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, bis morgen.